Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich meine, weshalb ich hier bin, ist ziemlich klar. Das ist mein Job, ich muss das. Aber warum kommen Sie eigentlich in die Kirche? Ich vermute, nicht wenige sind jetzt hier online bei uns, weil sie nach Antworten suchen. Aber das können Sie in dieser Woche mal getrost vergessen. Philippus hat sich vorgenommen, eine Woche lang nicht eine einzige Antwort zu liefern. Und das aus gutem Grund, weil wir Antworten nämlich ganz ernst nehmen. Wir nehmen sie so ernst, dass wir sie nicht vorschnell anbieten, sondern dass wir eine Woche lang mal versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. Weil wir glauben, das ist der Weg, um Antworten zu erhalten. Weil wir glauben, dass Fragen, und da gehört unbedingt auch der Zweifel dazu, dass Fragen und Zweifel der Platz ist, wo sich Gott wirklich zeigt. Na, lasst uns jetzt unseren Gottesdienst feiern, indem wir nach Gott fragen. Nach Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen. Gott im Himmel und auf Erden, wenn wir ehrlich sind, viel ist es nicht, was wir dir bringen können. Wir schleppen dafür viel anderes mit uns herum. Manches drückt uns sehr. Wir bitten dich, mach uns wieder leicht, dass wir den Kopf heben können zu dir. Herr, erbarme dich. Gott im Himmel und auf Erden, wie gut es tut, dich im Rücken zu spüren, deine Hand am Schulterblatt, die uns aufrichtet und zu Schritten ermutigt. Wir erfahren deine Nähe und loben dich, dass du bei uns bist an diesem Tag. Herr, unser Gott, vieles beschäftigt uns in dieser Zeit. Wir wollen oder müssen so viel tun. So viele Erwartungen wollen wir erfüllen. Jetzt sind wir hier, nur für dich und für uns selber. Keine Verpflichtungen sonst. Das wollen wir genießen. Darum sei nun bei uns mit deinem guten Geist. Stärke uns auf dem Weg, dich zu empfangen. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie kennen Schulz, den Vater und Schöpfer der Peanuts. Und der hat für diesen Sonntag im Allgemeinen und uns Christen im Speziellen oder umgekehrt, je nachdem, mal einen ganz herrlichen Strip gezeichnet. Da geht einer der Peanuts, ich glaube es ist Charlie Brown, mit dem Schild umher, Jesus is the answer. Und Lucy hält dagegen ein Schild hoch, What is the question? Und ja, das trifft uns, denn wir tun ja immer so, als wüssten wir die Antworten. Aber wer weiß denn eigentlich, ob unsere Antworten überhaupt zu den Fragen passen? Als ob wir Christen wüssten, was andere Menschen bewegt, besser als die selber. Und deshalb sollten wir das mal gefälligst andersrum probieren. Erstmal die richtigen Fragen stellen.
Und dann könnte es ja sein, dass im besten Fall sich die Menschen selber auf die Suche nach der Antwort machen, nämlich nach einer, die auch passt. Und ich bin mir sicher, allein die Offenheit für die Fragen würde uns Wege zu Antworten öffnen, auf die wir noch gar nicht so richtig gekommen sind. Wie bringt man Fragen eigentlich unter die Menschen? Es gibt da ein Medium, das weit verbreitet ist, gelbe Zettel. Die kleben an Computerbildschirmen, am Kühlschrank, am Armaturenbrett und die erinnern uns immer an Dinge, die wichtig sind, bei denen man sich selber gesagt hat, das darf ich nicht vergessen, deshalb postet. Manchmal frage ich mich, wie mein Büroalltag ohne so diese gelben Zettel-Post-its überhaupt noch funktionieren könnte. Und jetzt will ich mal beides miteinander verbinden, weil das hat man längst verbunden. Fragen, die das Leben betreffen und gelbe Zettel. Und dann kommt heraus, ganz klar, ein Zettel mit einer Frage. Und das auch noch in gelb. Selbstklebend, nicht selbstklärend. Der passt an den Computerbildschirm, an den Kühlschrank oder das Armaturenbrett. Und der hängt, wenn man mal die Augen öffnet, hier und da mal auch in unseren Städten. Und darauf sind Fragen zu finden für das ganze Leben. Zum Beispiel, wofür lebst du? Der Sinn dieses gelben Zettels, der besteht darin, dass er das persönliche Umfeld seines Besitzers verlässt und dass er in den Blickfeld von anderen Menschen gerät. Draußen, irgendwo auf der Straße. Und das ganz überraschend. Genauso wie auf diesem Bild hier an einer Verkehrsampel. Menschen mit Fragen überraschen. Das ist die Idee, die hinter dieser Zettelaktion steckt. Und an vielen Orten, gerade an den Orten, wo über diese Fragen nicht gesprochen wird, da kommen sie dann eben besonders überraschend, brechen so in unser Leben ein. Diese Zettelaktion, die hat ein ganzes Faszinosum an Fragen gesammelt. Was bleibt, wenn du gehst? Oder wann sinkt dein Herz? Da sollen keine Antworten gegeben werden, sondern Fragen gestellt. Das ist eine Haltung, die täte uns Christinnen und Christen viel öfter ziemlich gut. Einfach mal nichts behaupten, was der andere die andere nicht nachvollziehen kann, sondern anregen, gemeinsam über das Leben nachzudenken. Das Leben, den Sinn und den ganzen Rest. Und sicher kommt dabei auch die Frage nach dem Meer. Ob wir das dann Gott nennen oder nicht, das können wir uns ja einfach fragen. So oder so, es ist die Frage nach dem Glauben. Dafür müssen wir gar nicht sorgen, das macht Gott schon selber, dass sich das einmischt. Jesus, der Sohn Gottes, der macht das ganz oft vor. In der Regel bewegt der Menschen mit Fragen, nicht mit Antworten. Bei der Heilung des Gelähmten, was willst denn du, dass ich dir jetzt tue? Oder im Gespräch mit den Pharisäern, soll man denn am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Eine Antwort ist weder da noch dort überliefert. Jesus hatte zwar keine gelben Zettel, die er irgendwo hingeklebt hat, die hat er auch gar nicht gebraucht. Aber das, was er da in die Fragen hineingepackt hat, das war genau das, Menschen selbst zu dem Sinn des Lebens zu führen. Durch Zuwendung, durch Stärkung, Vergebung, Heilung, durch Fragen. Diese Nähe, die war gut, vielleicht sogar noch besser als diese gelben Zettel mit der Frage. Aber auf dem Weg dahin sind diese gelben Fragzettel ganz gut für die Begegnung mit dem eigenen Leben, dem Sinn, dem Universum und all dem Rest und dem offenen Blick für die Antworten.
Amen. Wir bitten dich für diejenigen, die auf Gerechtigkeit warten. Wir denken an die, die aus ihrem Land fliehen müssen. Wir legen dir die ans Herz, die nicht wagen, andere um Hilfe zu bitten. Wir hoffen für die, die trauern. Wir sorgen uns um die, die arm sind. In der Stille nennen wir dir die Namen derer, die deine Hilfe brauchen. Wir erwarten dich und hoffen auf deine Nähe. Sei du bei uns in diesen Tagen, bis das Fest beginnt. Und lasst uns jetzt beten, ganz so, wie Jesus Christus uns das beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, unser Herr, der segne uns und behüte uns. Gott, lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott, der erhebe sein Angesicht auf uns, der schenke uns seinen Frieden. Amen.